Willkommen, wir befinden uns bei Nordic Ashes im Expertenmodus mit der Jägerin. Momentan sehr gut. Gift, Abklingen, Zeit, Schaden. Ja, das hier. Wir haben den schon aufgewertet, den Bogen. Der erste Miniboss kommt. Wir haben auch einen Ring. Ist der erste Miniboss. Wir haben auch genug Geld dann für den Laden. So, einmal einsammeln schnell. Alles so geklappt. Er ist nämlich instant tot umgefallen. Mehr Geld. Kristall. Das hier ist richtig gut. Plus 5 Gold erhöht 1% Schaden pro Gold, das du besitzt. Kaufen nicht mehr. 44% mehr Schaden haben wir gerade. Holen uns noch das blaue Herz. So, jetzt sammeln wir Gold bis zum Abwinken. Kaufen beim zweiten Laden auch nichts. Und erhöhen unseren Schaden. Das ist natürlich ein super Item. Und zack, haben wir einen Ring gefunden. Super für den zweiten Miniboss. Ich habe mich beim Aufwerten natürlich für den Pfeilhagel entschieden. Da liegt noch ein Ring. Können wir ja erst noch ein bisschen hier rumgehen. Einmal schon einsammeln gleich. Und läuft für Expertenmodus richtig gut mit der Jägerin hier. Macht auch Spaß, hier gute Fähigkeiten, die auch wirklich Schaden machen. Aber wir haben ein paar Punkte zum Aufwerten. Nehmen wir dann mal. Wir nehmen mal hier Abklingzeit. Bereich erhöhen, Abklingzeit erhöhen, Abklingzeit erhöhen. Noch mehr Schaden. Geht immer. Angriffsgeschwindigkeit. So. Erstmal hier reinrasieren, dass das Zeug hält. So, gucken, dass wir hier... Oh, Samen. Das ist sehr gut. Und zwar noch ein paar Münzen zusammenkriegen. Wir wollen ja mehr Schaden machen. Da sind Kisten. Oh, guck mal, da ist er leider gestorben. So, ich möchte einmal dann da bitte zu den Münzen. So. Bewegen wir uns mal Richtung Ring. Mal gucken, hier liegt noch irgendwo ein Samen. Was war denn? Ah, genau hier hinter. So, finden wir noch ein paar Kisten auf dem Weg. Mal wieder ein Münzchen. Das ist sehr schön. Oh, guck mal, da ist der Ring und ein paar Kisten. Nehmen wir einmal den Ring. Holen uns den neuen. Oh, holen wir uns noch ein paar Münzen. 99 Münzen können wir besitzen. Das heißt, wir machen 99% mehr Schaden. Das ist natürlich extrem. Gucken, ob wir so viele Münzen zusammenkriegen. Oh, da sind noch ein paar Kisten. Ein bisschen müssen wir vorsichtig gehen. Wir müssen ja immer mal nachschießen.
Also es dauert ja kurz. So, sehr viele Heiltränke. Da ist eine Münze. Auf der Karte liegen keine Münzen zurzeit rum. Gut. Ah, hier ein paar Samen. Ein paar Münzen. Können wir mal noch die Samen einsammeln gehen. So, ich will einmal da lang. Dankeschön. Hier unten liegt ein Samen. Und noch ein zweiter. Ah ja, auf Expertenmodus gibt es ja 120% mehr Samen. Alle einsammeln. Stück hoch ist noch einer. Hier ist einer. Stück rechts liegt eine Münze. Will man natürlich haben. So, hier ist noch ein Samen. Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwie was aufwerten. Den zum Beispiel. Wollen wir das wirklich? Schaden brauchen wir überhaupt nicht. Dann können wir jetzt voll auf Vorladungen gehen. 7, auch geil. Die hatte ich noch nie auf Stufe 11. Können wir ja mal gucken. So, hier ist ein Samen. Hier liegen auch noch zwei. Jetzt haben wir Pfeilregen, normale Pfeile. Und da ist wieder ein Samen. Zwei Münzen. Und wir haben Angriffsadler aus Licht. Da oben ist ein Dingens. Da ist noch ein Samen. Wieder hinter so einem Baum. So. Mal hier lang gehen. Oh, da ist ein Samen. Komisch, ein Alttod umgefallen. So, gucken, was gibt's denn hier Schönes? Noch eine Vorladung. Die gratis nehmen wir mit. Also, wir machen 66% mehr Schaden. Hätte schon gern noch Münzen. Da ist ein Samen. Mal gucken, also noch ein paar Kisten. Da sind Kisten. Münzen. Ich habe noch welche gehört. Ein Stück tiefer. Hier. Guck mal, der zweite Miniboss. So, wo ist er denn? Ah, da, guck mal. Ui. Mal, oh Gott. Krass. Ey, was ist Spiel stehen geblieben? Oh, jetzt ist er in seinem Berserker-Modus. Oh, da ist er leider gestorben. Ein bisschen wenig Münzen. So, aber dagegen können wir was tun. Hier ist ein Ring. Den nehmen wir mit. Brauchen wir keinen finden. So, 25 Level. Warten wir mal auf. Hier. Cool, was kann man jetzt machen? Zwei weitere Raben erscheinen neben dem Hauptraben, die 30 bis 60 Schaden verursachen. 30 bis 36 Schaden. Pro Raben, den wir haben? Das wäre ja voll krass. Dann hätten wir 24 Stück. Neben dem Hauptraben, ja, und wir haben 8 Raben. Cool. Was ist das andere? Ah, geht nicht. Müssen wir irgendwann jetzt erst freigeschaltet. Ja. Naja. Ja, das hier nochmal. Acht Durchschlag. Warum nicht?
So, was macht das hier Schönes? Abschusswinkel. Naja, brauchen wir nicht. So. Erhöhen wir den Bereich. Erhöhen wir den Bereich. Und die Dauer. So, nehmen wir hier vielleicht noch. Ja, 250 Schaden. Da müssen wir mal überlegen. Nehmen wir vielleicht für den Boss. Also den Endboss. So, schön das Geld sparen. Haben wir auch wieder einen Ring. Meine Fresse, sind das viele Raben. Kam aber nah. So, wir brauchen mehr Geld. Kisten. Wir brauchen Kisten. Ist ja geil. Wir haben eine Adler, Rabenarmee. Eieiei, so. Wo finden wir denn? Oh, guck mal, da ist wieder. Naja. Ja. So. Ich höre Münzen, ich höre ganz viel. Da ist eine Münze. Rechts liegen auch Münzen. Ja, halt, stirb doch. Alter, er hat uns berührt. Wie kann er? Stimmt die ihm nicht? Ja, hier, los, mach mal Platz da. Ich muss da lang. Wo waren jetzt die Münzen? Höher. Und dann sich versteckt vor mir. Ich habe einen Heiltrank gehört. Der ist irgendwo rechts. Tiefer. Hey, wo ist er denn? Da. Hey, das mit den Bäumen? Hä? Ach so, wir haben gar kein Herz verloren. Wir hatten so ein blaues. Ja, ich brauche jetzt aber noch ganz dringend Geld. Ist ja alles in der Folge hier, du. Eilregen, Rabenarmee. Dann haben wir hier noch fast 100% mehr Schaden. So. Brauch Münzen. Ganz viele Münzen. Da sind Kisten. Ich habe Münzen gehört. Also der ist noch ein bisschen ärgerlich, dieser Wolf. Muss ich ja sagen. Oh, der hat uns eine Kiste geschenkt. Cool. Unser normaler Bogen noch ein. Da hat die Raben noch ein mehr. Wir nehmen die Raben. Noch ein Rabe mehr. Das heißt prinzipiell ja drei Raben. Weil die das coole Upgrade haben. So haben wir jetzt drei Raben zum Preis von einem bekommen. Da umso Münzen. Habe ich auf der Karte gesehen gerade. So. Nee, dran vorbeigelaufen. Da sind sie. Noch 8 Münzen. Oh, komm, das schaffen wir. Und wenn. Ja, wir haben noch ein bisschen. Oh, da links. Links, links habe ich gesagt. Geh nach links. Oh, ich habe Münzen gehört. Nee, das ist ein Herz. Wir wollen sowas. Oh nee, ich brauche Münzen. Los. 8 Münzen noch. Das schaffen wir. Da ist eine Kiste. Mach doch mal die Kiste kaputt. Heiltrank. Keine Münzen mehr. Was soll denn das jetzt? Die Gegner sind gerade voll egal. Wir brauchen Münzen. Da sind Kisten. Oh, 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 oh. Oh. Ich hätte gern die Münzen. Oh Gott, wir haben Schaden gekriegt. Noch Münzen. 2 Münzen. Los, bitte. Oh Gott, ich brauche 2 Münzen. Oh nein, schade.
es noch gezählt hat. Ich sehe vor lauter Raben überhaupt nichts. So. Wir gönnen uns jetzt mal sowas von diesem Pfeil hier. Dann mehr Schaden, weil mehr Schaden ist immer gut. Angriffsgeschwindigkeit. Abklingzeit. Einmal den Bereich. Ein bisschen die Dauer. Und dann, so, mal Punkte über. Ist ja doof. Aber. Meine Raben könnten den ja ruhig mal angreifen. Oh, ein neues Angriffsmuster auf Expertenmodus. Oh Gott, das hat ja Schaden reinkassiert. Kriegen gar keinen Heiltrank. Oh Gott, stirb. Oh, drei Errungenschaften. Also, Yggdrasilblatt. Ja, geil, wir haben den Skin freigeschaltet. Ein Schwert. Das haben wir ja benutzt. Voll gut. Ja, also der Bogen hat ja mal echt viel Schaden gemacht. Komisch. Die haben mehr gemacht. Naja gut, wir hatten ja noch diesen komischen Bogen, aber der taugt ja für nichts. Und wir haben 97% mehr Schaden gehabt. 127% mehr Schaden. So muss das. Und Expertenmodus so. Ja, das war ja richtig cool. Danke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.